Was gibt es Schöneres, als sich hinzusetzen und Anomalien aufzudecken? Anomalien, die in Richtung Horror gehen, die euch erschrecken, verschrecken, verstören können. Oder auch, wo man sagt, holy shit, das habe ich jetzt nicht erwartet und das gibt mir das Gefühl von Unwohlsein. Und genau das hatte ich die ganze Zeit bei dem Spiel. Das Ganze ist Projekt 13, ein Spiel, was so in die Richtung von Exit 8 geht, nur dass ich das Ganze hier um den ganzen Ticken heftiger finde. Und ich hoffe, ihr habt Bock auf das Projekt. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt rein, ohne viel Gelaber. Let's go. Project 13 ist an sich eigentlich recht schnell erklärt, denn wir sollen hier Anomalien aufdecken und sollen die reporten. Wenn wir keine Anomalien gefunden haben, gibt es nichts zu reporten. Wir müssen 13 Durchgänge machen. Wenn wir 13 mal richtig lagen, haben wir die Möglichkeit zu gehen. Und wir fangen natürlich an bei 0. Und ich bin gespannt, was wir hier alles für Anomalien entdecken werden. Ich habe das Spiel noch ganz kurz angetestet, um mal performance-technisch zu gucken, wie es läuft. Und ansonsten habe ich hier nichts weiter gemacht. Das heißt, wir werden hier komplett blind reingehen. Und werden mal schauen, was uns hier direkt auffällt oder ob uns überhaupt irgendwas auffällt. Denn es ist ja wie bei Exit 8. Ja, Exit 8 ist, glaube ich, auch genau dasselbe hier, nur dass das hier halt scheinbar etwas krasser ist. Von den Bildern her, die ich gesehen habe, ist das hier auf jeden Fall um einiges heftiger. Meiner Meinung nach. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ihr habt bestimmt Exit 8 alle gespielt, hoffe ich natürlich. Oh, wenn nicht, ist es natürlich auch nicht so schlimm, weil ich habe es auch nicht wirklich gespielt. Ich habe das, glaube ich, 3-4 Mal versucht oder so. Und dann habe ich aufgegeben, weil ich einfach nicht gecheckt habe, was ich da machen soll. Beziehungsweise habe ich halt größtenteils nicht die Anomalien so wirklich gecheckt. Und ja, es war ein bisschen blöd, aber ansonsten war das ziemlich gut gemacht, das Spiel. Fand ich eigentlich auch ganz gut, aber das hier ist halt nochmal eine ganz andere Nummer. Und ist auch etwas krasser unterwegs. So, was hast du hier? Wir spielen hier, by the way, auch in einer Heilanstalt, in einer Nervenheilanstalt, wo wir die Anomalien aufdecken müssen. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein kleiner Punkt, der mich nochmal ein bisschen in die Richtung bringt. So, ja, muss das oder muss das jetzt nicht sein? So, da haben wir das hier auch schon mal. Ist hier irgendwas? Nee. Hier irgendwas? Oh, jetzt hat es aber kurz geleckt. Aber das ist nicht so schlimm. Ich meine, nicht jedes Spiel muss performance-technisch auf höchstem Niveau sein. Und ich hoffe, das war richtig jetzt. Okay, ja, wir sind schon bei 2. Ich weiß nicht. Kann sich hier sowas auch verändern? Wir werden es sehen. Vielleicht wird sich da irgendwas ändern, vielleicht auch nicht. Okay, hier hat sich jetzt nichts geändert. Ist hier irgendwas? Nee, oder? Okay, nee, da haben wir nichts. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob wir die Anomalien schnellstmöglich finden oder ob wir einfach gar keine Anomalien finden, weil ich wieder alles einfach übersehe. Aber wenn ich irgendwas übersehe, fühlt euch natürlich frei, mir das unter die Kommentare zu schreiben. Dürft ihr natürlich sehr gerne machen. Ihr wisst, ich habe damit kein Problem, wenn ihr mich irgendwie darauf hinweist. Oh, hallöchen, kleines Mädchen. Du bist auf jeden Fall nicht normal. Du bist abnormal, eine Anomalie. Vielleicht bist du auch einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort, aber ja, ich muss dich leider reporten. Leider. Okay. Die Bilder, meint ihr, die Bilder haben was zu sagen? Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber ich denke schon. Ja, wir werden es sehen. Ja, hier ist immer noch alles okay, oder? Ja, da ist jetzt auch nichts, was mir irgendwie auffällt. Ist hier irgendwas? Vielleicht ist ja auch der Streifen irgendwie anders. Okay, da ist jetzt auch nichts. Der Vogel lebt auch. Was macht der Vogel eigentlich für Geräusche? Ist das eine Ente? Ah ne, das ist ein Wellensittich. Warum macht der denn Entengeräusche? Okay, das ist ziemlich weird, aber okay. Aber wieso nicht? Dann macht halt der Vogel Entengeräusche. Okay, du hast jetzt auch nichts, oder was irgendwie komisch ist. Hier ist auch nichts. Hier steht Soda drauf. Sollen wir mal drauf achten. Vielleicht ändert sich da auch irgendwas. Ist hier was an der Wand vielleicht? Nee, auch nicht. Aber es ist schon krass, wie gut die Anomalien verstecken, wenn es denn gerade überhaupt eine gegeben hat. Bin mir gerade nicht so ganz sicher. Wir werden es gleich sehen. Nee, es war keine Anomalie in Sicht. Okay, das ist natürlich sehr gut. Hm. Find's auf jeden Fall auch sehr gut. Oh ja, hier ist was.
Oh ja, 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 ja. Ich hoffe, dass du da oben drinne bleibst und mir nicht hinterher sprintest. Doch, er sprintet uns hinterher. Oh Gott. Mach die Tür auf. Oh mein Gott. Das ist... Also hier wird... Wir haben auch noch verfolgt. Okay, cool. Das habe ich natürlich jetzt nicht erwartet. Und oh, kennt ihr das, wenn ihr solche Momente habt, wo ihr einfach direkt Gänsehaut kriegt? Also das ist wirklich echt richtig geil, weil ich bekomme nicht so oft bei Spielen Gänsehaut. Beziehungsweise fühle mich unwohl, wenn ich spiele. Aber ich glaube, das ist halt auch einfach der Punkt, den das Spiel ganz gut macht und den es auch erreichen soll, ne? Hast du jetzt irgendwas? Nee. Und hier? Auch nicht, okay. Der Vogel lebt. Hier was? Nee. Die waren doch eben nicht da, oder? Okay, dann reporten wir das mal. Ich glaube, die waren nicht da, die beiden Mädels. Waren das Mädels? Also, vielleicht waren es welche, vielleicht auch nicht. Ist auch relativ egal, wir sind bei Nummer 6. Ja, sehr gut. Also bis jetzt ist es ja noch recht easy. Es gibt auch einen Hard Mode. Wenn ihr möchtet, dass ich diesen Hard Mode mal spiele, dann könnt ihr mir das gerne unten in die Kommentare packen. Und dann werde ich mich natürlich gerne dran setzen für euch und werde auch den Hard Mode ausprobieren. Wobei ich halt sagen muss, dass ich glaube, dass der Hard Mode nochmal richtig reinhauen wird. Aber wir werden es ja dann sehen. Also wie gesagt, wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr mir das gerne schreiben. Dann werde ich mich dann natürlich auch nochmal dran setzen. Hier sind Beine drinne. Hat jemand Bock auf Leg Day? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich auf jeden Fall nicht. Okay, das war also die 7. Anomalie. Sehr schön. Also wenn man da nicht genau hinguckt, dann läufst du da halt einfach random vorbei und denkst dir so, okay, da habe ich was übersehen. Obwohl es jetzt eigentlich gar nicht so unauffällig ist, ne? Aber unauffällig ist es halt immer, also am besten ist es ja, wenn es auffällig ist, weil dann ist es immer am unauffälligsten. Dann übersiehst du das halt definitiv. War hier irgendwas? Nee, auch nicht. Hast du irgendwas? Nee, auch nicht. Hier ist auch wieder nichts. Okay, nein. Hier ist auch kein Kopf drin. Madame Zombie. Okay, dann haben wir das nächste gefunden. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Anomalien es insgesamt gibt, aber ich glaube, es sind genügend, um uns das Gefühl zu geben, dass wir was falsch gemacht haben. Würde ich jetzt mal behaupten. So, was haben wir hier? Oh, das ist ein Zombie. Das ist auch wieder eine Anomalie. Können wir auch direkt reporten gehen? Aber ich sage, wenn wir richtig durchgucken, dann haben wir eigentlich gar keine großartigen Probleme. Das ist eigentlich echt gut. Jetzt sind wir schon bei der 9, oder? Yes. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich das hier auch ändern kann, aber es ist halt nicht 100%, ne? Naja, wir werden es sehen. Ist er wieder ein Zombie? Nein, er ist jetzt ein richtiger, normaler Junge. Okay, hier ist jetzt auch nichts. Da irgendwas? Nein, nein. Hier? Nein, auch nicht. Das Ding ist halt, wenn du genau hinguckst, fällt dir an manchen Stellen vielleicht mehr auf wie an anderen Stellen. Aber ich glaube, wir machen das ja eigentlich gerade schon ganz gut, oder? Was meint ihr? Machen wir das hier gut oder ist es eher so, nö? Das ist jetzt nicht so geil gewesen. Okay, ich habe jetzt aber hier auch nichts gesehen. Hier irgendwas? Hier? Okay. Also, ich bin der Meinung, hier war jetzt nichts. Aber es kann natürlich auch sein, dass ihr irgendwas noch seht, was ich jetzt nicht unbedingt sehe. Bei dir ist alles okay, oder? Ja, bei dir ist alles gut. Bei ihm wahrscheinlich auch. Station 18. Ich will halt wirklich versuchen, nichts zu übersehen. Aber ich glaube, das ist halt super schwierig. Auch alles gut. Jetzt gucken wir die Dinger nochmal durch, weil nicht, dass ich wieder hier irgendwas übersehe. Da ist auch ein Feuerlöscher drin. Da ist auch einer drin. Da ist auch einer drin. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir raus, oder? Dann sollte das Nummer 10 sein. Yes, es war nichts Komisches hier. Okay, sehr gut. Haben wir hier jetzt? Nein, natürlich nicht. Ich glaube nicht, dass Anomalien so oft hintereinander kommen. Wie ich jetzt vermute, dass es wird halt einfach random sein.
wird alles einfach durchgewürfelt sein. Und es kann natürlich wahrscheinlich auch passieren, dass mal die ein oder andere Anomalie doppelt kommt. Obwohl, eigentlich kann ich mir das gar nicht vorstellen, dass Anomalien doppelt kommen können, wenn man das randomized. Also es ist definitiv nicht so, dass das hier genau nach Plan abläuft. Das muss auf jeden Fall irgendwie was mit einem Randomizer haben oder so. Was ist hier los? Also wenn ihr nicht so auf Spinnen steht, ist das hier auf jeden Fall gerade keine Situation für euch gewesen. Wir haben nur noch zwei Anomalien, die wir aufdecken müssen und dann dürfen wir auch schon gehen. So. Nebenbei habe ich den Key vom Entwickler direkt bekommen, also um euch das Spiel ein bisschen vorzustellen, um das euch mal zu zeigen, um auch mal zu schauen, ob ihr Bock auf mehr solchen Content habt. Denn das hier macht mir persönlich schon mega viel Spaß. Das heißt, wir können auch mal hin und wieder so ein kleines Let's Play mit in das Ganze mit reinbringen, wo wir halt sagen so, hey, let's go, probieren wir das mal aus. Wenn ihr da irgendwelche Spielevorschläge habt, dürft ihr das auch sehr, sehr gerne unten in die Kommentare reinpacken. Dann werde ich mich auf jeden Fall mal dran setzen und mal drum kümmern, dass wir das spielen können. Okay, hier ist jetzt nichts, oder? Ich habe jetzt nichts gesehen, was mich irgendwie im Bann gezogen hat. Ne, da steht so da drauf, okay. Ich glaube, jetzt war hier keine Anomalie. Das ist aber jetzt nur eine Vermutung. Ich hoffe, es ist richtig. Yes, es war richtig. Okay, kommt schon, die letzte Anomalie. Boah, das wäre natürlich mega geil, wenn wir das direkt beim ersten Mal richtig durchspielen. Hier was? Nee, okay, gut. Komm, gib uns irgendwas Einfaches. Irgendwas, was uns direkt ins Auge fällt. Nee, da ist auch nichts. Aber ich glaube, es wird halt mit jedem Mal schwerer. Also habe ich zumindest das Gefühl, dass es jedes Mal schwerer wird, wenn man um eine Runde weiterkommt. Hier war jetzt auch nichts, ne? Okay. Was ist hier? Da ist auch nichts. Oh ja, er hat die Anomalie im Auge. Oh, geil. Er hatte eine Anomalie im Auge. Weil sollte ich natürlich gerne wissen, was es noch so für Anomalien gibt. Vielleicht finden wir ja die eine oder andere noch raus. Es war doch Anomalie 13. Okay, wir müssen also noch eine machen, oder wie? Ja, machen wir halt noch eine. Super Sache. Hier was vielleicht? Da ist auch nichts. Da hat sich jetzt auch nichts geändert. Du bist auch ganz normal. Du auch. Okay. Die letzte Anomalie. Wenn wir jetzt nicht reinscheißen, haben wir einen riesen Vorteil. Dann haben wir das Spiel durchgespielt. Sehr geil. Jetzt ist aber... Hier steht Soda. Da ist auch alles gut. Das Problem ist natürlich, dass man nicht jede Anomalie jetzt zeigen kann, weil dafür müsste ich das Spiel bestimmt 200 Mal durchspielen. Aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ja, wir gucken einfach nochmal durch. Einfach mal auf Nummer sicher gehen, weil dann könnten wir halt sagen, so, okay, gut. Das hat sich abgeändert. Hier oben hat sich jetzt auch nichts geändert, oder? Mögt ihr solche Spiele eigentlich, wo ihr halt eigentlich nichts anderes macht, außer Anomalien aufdecken, beziehungsweise sowas hier zu machen? Und wo ihr sagt so, yo, das Spiel macht auf jeden Fall definitiv was her. Aber lässt mich sehr unwohl fühlen bei den Durchgängen. Also ich hätte auf jeden Fall Lust auf mehr solche Spiele in die Richtung, wo wir zum Beispiel zusammen halt, zum Beispiel auch immer im Stream oder sowas, wenn ihr Bock habt, können wir das gerne auch mal auf Twitch zusammen streamen. Wo wir uns dann vielleicht mal zusammensetzen und dann halt einfach alle Anomalien aufdecken, die es so gibt und dann let's go. Wieso nicht? Ich bin mir gerade so unsicher, ne? Das ist echt krass. Das ist der Teddybär. Teddybär 117 oder sowas. Wir gehen einfach raus. Oh ja, wir haben es geschafft. Oha, wie geil. Also es ist ein Top-Spiel. Hundertprozentig. Sehr, sehr geil gemacht. Und ich persönlich finde auch, dass es um einiges besser ist wie Exit 8.
Obwohl wir Exit 8 auch mal spielen könnten, aber Project 13, riesen Respekt an die Leute, die das programmiert haben. Super geil. Wenn ihr Bock habt, dass ich den Hardcore-Mode davon mal spiele, dann können wir uns da gerne in den Kommentaren mal drüber unterhalten. Und wenn euch das Projekt gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Like da und vergesst nicht zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen von solchem Content. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen restlichen Tag. Dankeschön fürs Reinschauen. Bye, bye.